Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen wir über das legendäre Hochfahrgeschäft Rainbow aus dem Heidepark Resort in Soltau. Erlebt unter anderem hier in diesem Video ein komplettes On-Ride sowie nostalgische Off-Ride-Aufnahmen aus den Jahren 1997 und 2001. Dazu gibt es wie immer Zahlen, Daten, Fakten dieser 41 Tonnen schweren Karussellanlage aus dem Hause Huss. Also bleibt dran und bis gleich. Was für ein cooles neues Intro. Willkommen zurück, der Rainbow aus dem Heidepark Resort in Soltau. Für die einen ist es nur ein Hochfahrgeschäft und für die anderen ist es ein fliegender Teppich der Neuzeit. So beschrieb das zumindest damals der Heidepark Soltau. Und heute kann man sagen, aktuell ist es ein fliegender Teppich der Allzeit. Ne? Was ist der Rainbow? Jo, 36 Fahrgäste sitzen auf einer gewaltigen 10 Meter breiten Plattform direkt unter dem Regenbogen, um seitwärts um die eigene Achse gewirbelt zu werden. Und ein riesiger Arm hebt diese Plattform auf knapp 27 Metern Höhe. Und dann, beziehungsweise man erlebt dann den sogenannten seitwärtigen freien Fall, links herum, das wäre von euch aus gesehen, glaube ich, so, als auch rechts herum. Yeah! Man weiß es nicht. Und das ergibt dann ein interessantes Fahrgefühl. Ja, kommen wir ein bisschen zur Geschichte von Rainbow. Also das Geschäft wurde 1992 im Heidepark gebaut und 2008 general überholt. Und im selben Jahr wurde dieses Geschäft vom Heidepark abgebaut, sprich geschlossen. Bis 2010 war Rainbow auf dem Betriebshof vom Heidepark Resort und diente sozusagen als Ersatzteilspender für ein Kirmes Rainbow Fahrgeschäft namens Millennium. Und da wurden dann so Ersatzteile vom Heidepark an den Schausteller Ernst Klinkerfuß aus Wiesbaden verkauft. Und die nicht verwendbaren Teile wurden letztendlich vom Heidepark verschrottet. Und somit war Rainbow dann Geschichte. Schauen wir mal auf die technischen Daten von Rainbow. Schauen wir mal drauf. Also Hersteller ist die Firma Huss in Bremen. Baujahr haben wir 1992. Gewicht 41 Tonnen. Maximale Höhe 26,5 Meter. Die Fahrzeit betrug damals etwa 2 Minuten. 800 Personen pro Stunde konnten befördert werden. 8 Umdrehungen pro Minute machte Rainbow. Und 36 Passagiere pro Fahrt konnten in den Himmel steigen. Die nun gleich folgenden Aufnahmen stammen vom 27. September 1997 als auch vom 28. Oktober 2001. Das sind also interessante Off-Ride-Aufnahmen. Und dann habe ich noch ein komplettes On-Ride gemacht und zwar im Oktober, ich wollte gerade 1900 sagen, nein, so alt denn doch nicht, 2001. Aber nah dran, ne? Und nach dem Videoclip sehen wir uns nochmal wieder zu meinem persönlichen Fazit zu Rainbow. Dann habe ich nochmal eine Frage an euch. Und wir kommen zum Feedback der letzten Funfair-Blog-Ausgabe. Sprich, dann kommt ihr nochmal zu Wort. Aber nun würde ich sagen, steigen wir zusammen over the Rainbow, sozusagen. Und dann würde ich sagen, let's go und bis gleich. Ah!
So, da bin ich wieder sozusagen. Also, Wort des Tages heute ist bei mir das Wort sozusagen. Unfassbar, ne? Ja, der Rainbow aus dem Heidepark Resort in Soltau. Als ich das erste Mal dieses Fahrgeschäft im Heidepark gesehen habe, war ich natürlich erstmal beeindruckt von der Höhe, von der Größe, weil das war auch damals schon eine kleine Besonderheit. Ich meine, so einen 20 Meter hohen Koloss zu sehen, und das war schon irgendwie cool. Und als ich eingestiegen bin, dachte ich erstmal, hallo, wo sind die Sicherheitsbügel? Es gab diese klassischen Sicherheitsbügel, gibt es bei Rainbow natürlich nicht, also die jetzt an den Körper rangezogen werden, sondern das ist ähnlich wie bei einer Schiffsschaukel, so eine Stange, die dann runterkommt und man muss sich tatsächlich festhalten, weil durch diese Schwingungen oder ja, diesen Fahrablauf hebte man tatsächlich vom Sitz etwas ab und erlebte damit sogar so ein bisschen Airtime. Natürlich nur kleine Airtime-Kräfte. Und nicht so große und super Airtime-Kräfte wie jetzt hier auf diesem Kanal. Aber das hat schon Spaß gemacht. Und dadurch, dass das Ganze hier seitwärts ging, ist man auch mal nach links rum oder nach rechts rum zum Nachbarn gerutscht. Das konnte also auch mal passieren. War natürlich cool, wenn man eine heiße Schnitte in dem einen hatte. Aber man hat natürlich manchmal auch Pech gehabt, wie das immer so im Leben ist. Man hat manchmal auch einen Sitznachbarn, der nicht so angesagt ist. Böse. So, was ich aber beim Rainbow auch noch cool fand, waren die Betriebsgeräusche, also die Maschinengeräusche von dem Geschäft. Ich glaube, das ist auch die gleiche Maschine wie beim Ranger. Korrigiert mich jetzt, wenn das falsch ist, aber ich glaube, das ist so die gleiche Maschine. Rainbow, Ranger, passt, kompatibel. Und ja, da kommt immer, also bei mir, da kommt wieder der Fan durch, ne? Der Fahrgeschäftsfan. Also da kriege ich echt Gänsehaut, wenn ich diese Maschinengeräusche höre. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch krank, keine Ahnung, man weiß es nicht. Was ich allerdings auch nicht verstanden habe bezüglich dem Rainbow in Heidepark, am Anfang war die große Sonne in der Mitte des Fahrgeschäfts, wie sich das gehört, gelb. Ein paar Jahre später hat der Heidepark diese Sonne, aus welchem Grund auch immer, weiß angestrichen. Ist ja auch logisch, eine Sonne in weiß sieht viel cooler aus als eine Sonne in echt gelb. In naturgetreu gelb, so. Warum? Habe ich nie verstanden. Das sah so kacke aus und ich weiß nicht. Also, aber ich verstehe ja so einiges im Heidepark, was jetzt so Thematisierung und Gestaltung angeht. Verstehe ich einiges so nicht. Aber gut, sei mal dahingestellt. Jetzt, ja, auf jeden Fall habe ich das nicht verstanden, warum man dieses Geschäft so verhunzt und die Sonne weiß anmalt. Naja. Und wenn ich jetzt eine Schulnote geben sollte, müsste, dann würde ich für den Rainbow im Heidepark eine glatte 3 geben. Es ist eben ein klassisches Familienfahrgeschäft, das Spaß gemacht hat. Gut, das war jetzt optisch gesehen nicht großartig thematisiert. Darüber sehe ich jetzt mal hinweg. Heidepark. Aber trotzdem war es eben wirklich ein Klassikergeschäft. Und ja, ist natürlich schon so ein bisschen doof, dass dass diese Anlage nicht mehr im Heidepark steht. Aber ich muss eben sagen, ich vermisse es jetzt auch nicht so stark, wie zum Beispiel die Wildwasserbahn 2. Ja, und jetzt noch natürlich mal eine Frage an euch. Wie ist eure persönliche Meinung zum Rainbow aus dem Heidepark Resort in Soltau? Welche Schulnote würdet ihr diesem Geschäft geben? Und Rainbow oder Ranger? Welches Huskarussell bevorzugt ihr? I want you. Schreibt es gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Google+ und Facebook. Oder nimmt auf YouTube und Google+ an der interaktiven Umfrage teil. Die blende ich euch jetzt mal hier oben rechts ein. Zumindest wenn ihr es auf YouTube oder Google+ seid, könnt ihr das sehen.
Und da könnt ihr sofort unverzüglich abstimmen, ob jetzt eben Rainbow oder Ranger. Und dann seht ihr auch, was andere Zuschauer, Community-Mitglieder, wie sie gestimmt haben. Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um die Wilde Maus der Schaustellerfirma Eberhard und Göbel. Und da habe ich euch gefragt, einmal, wie ist eure persönliche Meinung zur Wilden Maus? Welche Schulnote würdet ihr dieser Achterbahn geben? Und welche Wilde Maus bevorzugt ihr von welchem Hersteller? Also Maurer, Vekoma oder Mack Rides? Und wenn wir uns die Abstimmungsergebnisse mal kurz angucken, also Mack Rides hat gewonnen mit 66%, ist eigentlich klarer Sieger, und Maurer hat 33% bekommen und Vekoma 0. Wahrscheinlich, weil da keiner mitgefahren ist. War auch irgendwie blöd von mir. Also einer hat, glaube ich, auch geschrieben, ich hätte anstatt Vekoma den Hersteller Gerslauer nehmen können. Stichwort gesenkte Sau, das ist ja auch so eine wilde Maus. Und ja, ich habe nicht dran gedacht, sorry, ich war voll mit Uso. Ja, dann würde ich sagen, ihr habt auch wieder fleißig kommentiert auf YouTube. Schauen wir mal drauf, was ihr da so geschrieben habt. Und zwar der Volksfestchecker, der Michi. Schönen Gruß. Von dir hört man längere Zeit auch nichts mehr. Also hat lange kein Video gemacht. Was ist denn da los? Warum nicht? Schönes Video. Vielen Dank, lieber Michi. Ich bin bisher nur die Maus von Münch gefahren, Hersteller Maurer, da die überwiegend bei mir in Bayern zu Gast ist. Mir persönlich gefällt die Fahrt und würde daher eine 3 geben, da es doch immer wieder Spaß macht. Vom Aussehen her finde ich persönlich die Kinzler-Maus ziemlich schön. Grüße aus dem Süden, Michi. Jo, schöne Grüße in den Süden zurück aus dem Norden, lieber Michi. Sehr cool, vielen Dank für deinen Kommentar. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf, wie heißt das? Facebook. Der Liam Heizendorf. Eine schöne Bahn, bevorzuge aber die Wilde Maus XXL von Eberhard, da ich denselben Preis bezahle, aber im Wartebereich einen langen Parcours habe und eine längere Strecke und sie ist schöner und schneller. Beziehungsweise nicht schöner, sondern sie ist höher und schneller. Ich kann wieder nicht lesen, sorry. Ich wusste übrigens gar nicht, dass die Wilde Maus XXL und die normale Maus von Eberhard und Göbel den gleichen Preis haben. Ich meine, das ist schon Hammer, aber gut. Auch die Bremsen sind da nicht so hart eingestellt. Und das Wasserspiel gefällt mir sehr gut unter der ersten großen Abfahrt. Ja, lieber Liam, vielen Dank für deinen Kommentar. Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich finde die Wilde Maus XXL natürlich auch schöner und cooler und auch optisch besser gestaltet. Und ich meine, logisch, wenn die den gleichen Eintrittspreis hat wie die normale Wilde Maus, ist ja logisch, welche ich da nehme, ne? Jo, dann schauen wir nochmal auf Google Plus. Da haben jetzt mehr Leute geschrieben. Vielen Dank nach meinem Aufruf. Sehr cool. Der Marco Schmidt, wie versprochen, schreibt der Colot84 heute also mal über Google Plus. Ja, vielen Dank, lieber Marco. Die Wilde Maus von Eberhard und Göbel bin ich leider noch nicht gefahren und kann diese somit auch nicht bewerten. Allgemein würde ich den Standardtyp der Wilden Maus aber mit einer 2- bewerten. Es ist, wie du schon sagtest, eine Achterbahn, die für die ganze Familie geeignet ist und ist gleichzeitig auch eine ganz gute Einstiegsbahn für Neulinge. Das stimmt. Obwohl es diese Bahn wirklich sehr häufig gibt, so macht es trotzdem jedes Mal Spaß, dieses maustypische Layout zu fahren. Zum Abzug bringen muss ich leider auch die oftmals sehr harten Blockbremsen. Besonders negativ ist mir das leider bei der Crazy Mine Firma Maurer im Hansapark aufgefallen. Bei dieser Bahn habe ich immer sehr mit der Beinfreiheit zu kämpfen und von daher gebe ich den Bahnen von Mack den Vorzug. Eine Vekoma-Bahn ist mir leider nicht bekannt. Mir auch nicht. Aber ich habe das, glaube ich, irgendwie auf Wikipedia gelesen, dass im Vekoma auch eine wilde Maus baut. Ich glaube, so eine hölzerne wilde Maus, die wir alle aus Rollercoaster Tycoon kennen. Und deswegen dachte ich, nehme ich die mit rein. Aber ja, dadurch, dass ja hier zumindest in der Umgebung keine Vekoma-Maus am Start ist, war das blöd von mir. Naja, wie gesagt, der Uso ist schuld. Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank für eure Kommentare. Hat mich sehr gefreut. Habe auch wieder alles durchgelesen. Sehr, sehr geil. Und euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, Funfair-Blog hat seit Sonntag, seit Sonntag, ein komplett neues Kanaldesign. Und das hat der Lars übrigens nicht selber gemacht. Das kann er gar nicht, weil das ist zu blöd für. Das hat der liebe Pascal gemacht. Der Pascal von themeparkguide.de, und zwar dieser hier.
Der hat das gemacht. An dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Pascal. Sehr, sehr geil. Wir haben, ich glaube, am Samstag über 8 Stunden geskyped und ein sehr cooles Gespräch gehabt. War sehr unterhaltsam. Ich habe noch nie so lange mit einer sympathischen Person geskyped wie jetzt mit Pascal. Sehr, sehr geil. Und der hat richtig Ahnung. Also ich habe nur gesagt, das und das hätte ich gerne so und so und so und so. Und er hat das sofort gemacht mit so einem riesen tollen Grafikprogramm. Also ich saß nur vom Bildschirm und machte nur, Love. Vielen Dank, lieber Pascal. Sehr, sehr geil. Auch schöne Grüße an deine Freundin. Also ihr seid cool, sympathisch und wir haben noch einiges vor. Freut euch drauf. So, jo, und dann gibt es jetzt nochmal an dieser Stelle eine kleine Kanalempfehlung. Und zwar Golden Tapes von dem lieben Marc Keller, der diesen Kanal am 9. November 2007 gestartet hat. Und da geht es um Freizeitparks, On-Rides, Vlogs, Reisen, Ausflüge, Q&A-Format, heißt bei ihm beispielsweise, weißt du doch nicht. Und aktuelle Videos gibt es vom Gardaland, Phantasialand, Europapark etc. pp. Schaut mal darauf, sehr cooler Kanal, unterstützt ihn, like ihn, abonniert ihn, habe ich auch gemacht. Und natürlich hat er auch eine Facebook-Seite zu finden unter facebook.com, Golden Tape Official, ich kann kein Englisch. Und schaut doch da mal rein, like ihn dort, unterstützt ihn, sehr, sehr cool, also sehr cooler Typ. Und dennoch mal eine kleine Besonderheit, und zwar hat der liebe Marc einen Podcast gestartet, und zwar mit dem Titel Airtime Radio, findet ihr auch unter Facebook, verlinke ich euch natürlich dann auch. Und Airtime Radio ist ein deutschsprachiger Podcast zum Thema Freizeitparks, und ihr hört News, Reports, Interviews und Themen, Episoden ohne Ernst und Fakten. Und es ist sowas von unterhaltsam. Ich habe die erste Sendung gehört, die Folge 0 sozusagen, und ich war so begeistert. Also Marc hat wirklich Talent, hat ein sehr geiles Format gefunden, und ich gebe euch Brief und Siegel, er hat definitiv eine gute Zukunft. Hört mal rein, ich glaube, das ging irgendwie 45 Minuten, total unterhaltsam und sehr geiler Typ. Schaut unbedingt mal rein oder hört rein vielmehr. Das könnt ihr machen auch unter soundcloud.com und neuerdings auch unter iTunes, also sprich in iOS Podcast App verfügbar. Könnt ihr also auch mitnehmen, euch das anhören. Sehr, sehr geil. Lohnt sich definitiv. So, und ihr habt noch die Chance, eine 40x60 cm große Fotoleinwand vom legendären Flugkarussell Imperator zu gewinnen. Und zwar könnt ihr noch bis zum 3. März 2016 teilnehmen. Lohnt sich definitiv. Ihr müsst den Kanal nicht abonnieren oder sonst irgendwie was. Ihr müsst eigentlich nur eine Frage beantworten unter dem Video, was ich jetzt gerade hier hinten einblende. Und dann nimmt ihr an dieser Verlosung auch schon teil. Also einfacher geht's nicht. Ja, schaut mal drauf. Lohnt sich definitiv. Und noch eine kleine Besonderheit. Ab sofort könnt ihr Funfairblog auch auf Instagram folgen. Und zwar erreicht ihr das, den Kanal unter instagram.com/funfairblog. Welch spektakuläre Adresse. Schaut mal rein, da gibt es dann viele schöne Fotos, die ich dann auch ab und zu mal posten werde. Lohnt sich definitiv. So, sage ich wieder. Was wollte ich jetzt sagen? Mir bleibt mit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube und Google Plus, hier oben rechts. Oder in der Rubrik Videos auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite. Ein Abo von Funfair-Blog verleiht euch super Airtime-Kräfte. Deswegen abonniert diesen YouTube-Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Oder klickt auf der Funfair-Blog Facebook-Seite auf Gefällt mir und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr. Das soll es von mir gewesen sein. Die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint kommenden Montag wie immer pünktlich um 19 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und ciao. Heute sprechen wir über das legendäre Kirmes Hoch... Quatsch. Kirmes? Bin ich blöd? Oder vom Park vielmehr verschrotten. Welche wilde Maus bevorzugt ihr? Von welchem Hersteller? Warum mache ich jetzt eine Pause? Und man hat natürlich manchmal auch...